Wie ihr es unschwer erkennen könnt, diese Wände verraten vieles, denn wir sind heute auf der LBM. Was denn? Immer diese Fans hier. Ja, also ihr seht, Sophie ist auch da und wir sind offensichtlich Vanellope und Taffeta Mattenfatsch. Flo habt ihr auch schon gehört und da ist Luke. Ja, und wir schauen mal, was wir heute so machen können. Heute haben wir eigentlich noch frei, denn morgen bin ich beim Kasee-Stand. Die haben nämlich ein Manga-Journal rausgebracht, was mega cool ist. Das ist eigentlich ein bisschen wie eine Leseprobe, aber dazwischen hast du so Journaling-Seiten und kannst da kreativ werden und endlich mal das ganze Washi-Tape reinkleben und deine Shippings reinschreiben und ja, viele andere coole Sachen. Aber dazu später mehr. Ah, Splatoon-Cosplay! Spotted! Oh Mann, ich will auch irgendwann mal ein Splatoon-Cosplay machen. Aber dann alles aus Latex. Weil die Oberfläche von Tintenfischen ist ja nicht aus Stoff. Dein Gesicht, dein Derp-Face. Ich heule unter der Dusche. Ich habe keine Schärfe gerade. Tja, das hast du wirklich nicht. Ja, da. Oh, du. Luke, sag doch mal was. Auch mal was? Nein, keine der Jokes. Bist du jedes Jahr hier? Nein, das ist jetzt das erste Mal. Letztes Jahr. Das erste Mal auf der LBM? Ja. Letztes Jahr habe ich es ja versucht. Und dann war Schneesturm und ich saß 9 Stunden im Zug. Stimmt, oh Mann. Es gab mal eine Zeit, da habe ich eigentlich fast jedes Cosplay erkannt, als ich auf der LBM war. Aber jetzt gibt es einfach so unfassbar viele Mangas und Animes, dass ich bei 50 oder keine Ahnung, 80% der Leute gar nicht weiß, als was sie überhaupt gehen. Aber ist eigentlich gut. Eigentlich will ich sagen, das ist cool. Aber war auch cool, als ich alle erkannt habe. Aber das alles erkennen war doch vorletztes Jahr. Harley Quinn. Aber damals war es auch nur Naruto. Was macht ihr denn da? Rein! Da sind bestimmt leckere Kuchen oder so drin. Nee. Wir sind jetzt in der berüchtigten, ihr kennt sie alle, Manga-Comic-Halle und guck mal, wie leer es ist. Ich war bis jetzt immer nur auf dem Samstag auf der Buchmesse, wo du quasi keine 2 Meter laufen kannst, ohne dass du 10 Minuten dafür brauchst. Und das ist so angenehm. Also für alle, die mal ganz in Ruhe hier langlaufen wollen, einfach donnerstags kommen. Wow, das ist ziemlich cool. Hier kann man von sich selber einen 3D-Druck in seinem Cosplay machen lassen. Abgefahren. Gibt es ja auch die Option mit extra weichen Brüsten, denn das interessiert mich sehr. Ja, aber das Kind sieht mega gruselig aus. Es sieht so richtig aus wie I've seen shit. Guckt ihr euch da an? Das Beste, was es gibt. Oh, Boys Love. Just some nasty ass BL. Ich habe mir ein Limit gesetzt an Cash, was ich mitgenommen habe, und das werde ich nicht überstreiten. Das ist auch gut so. Ja. Heute ist Freitag, wir sind wieder bei der Leipziger Buchmesse. Neuer Tag, neues Outfit und so glamourös sieht es in den Backstage-Räumen aus. Oder im Lager. Und dieser riesige Stapel, den ihr da gerade gesehen habt, ist das Manga-Journal. Davon habe ich letztes Mal schon erzählt und ich finde, das ist eine super, super coole Idee. Ihr kennt ja bestimmt diese Leseproben, die sowieso auslegen. Und das hier ist quasi eine Leseprobe. Aber wenn die Leseproben aufhören, hat man wie so ein Journal-Book, was man machen kann. Und das finde ich mega nice, weil du kannst entweder zu dem passenden Manga dann in der hinteren Seite, wenn du zum Beispiel Mein Leben als Werwolf-Butler gelesen hast, kannst du dann einfach dahinter schreiben, wow, ich fand das super cool oder das habe ich noch vor.
Ja, und das finde ich eigentlich ziemlich nice. Und darum geht nämlich heute auch mein Panel, das in einer Stunde stattfindet. Nämlich darüber zu reden, was kann man alles mit diesem wunderschönen Journal machen. Und ich bin ja selber noch nicht so mega krass dabei, aber es wird langsam. Und ihr seht, mein Handlettering ist auch noch nicht so on fleek, wie es sein sollte, aber I'm trying, okay? Wenn man nicht übt, kann man nicht besser werden. It's not your best dance yet. It's not my best dance yet. Tap, 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 tap. Dann hast du einen Mitbewohner. Zwei Chilis von fünf. So spicy ist es, verstehst du? Spicy. Ich bin ja nicht so im Boys Love Game, aber ich weiß, da gibt es eine sehr große Zielgruppe. Also, falls ihr mir gerne beginnerfreundliches Boys Love näher bringen wollt, schreibt das einfach unten in die Kommentare. Vielleicht fange ich auch einfach mit meinen heißen Mitbewohner an. Der eine hat einfach so ein Shirt an, was super offiziell aussieht. Und dann steht hinten aber drauf, Bundesamt für magische Wesen, Sonderbeauftragte. Aber es sieht aus, als wäre es irgendwas Richtiges vom Bundestag. Aber er ist leider schon weggerannt, aber es war mega witzig. Hinter mir ist jetzt das schwarze Sofa und da bin ich gleich auf der Bühne und werde Dinge übers Bullet Journaling erzählen, obwohl ich gar nicht so viel Ahnung vom Bullet Journaling habe. Stand anschauen. Macht nichts. Da ist von einem Jahr, den du selbst wahrgenommen hast, gemacht hast. Also, Melissa spricht hat Unicorns Lee. Ich mache gleich zusammen mit Jessie das Panel und alle sind ein bisschen aufgeregt, aber wir werden das gleich roppen, oder? Ja, ich hoffe doch. Wir hauen euch von den Socken. Yay! Ich habe jetzt mich zurückfahrfertig gemacht mit einem Mix aus gestern und heute, weil ich im Cosplay hergefahren bin. Ja, schön war es. Vor allem war es schön, euch mal alle zu treffen und all die lieben Worte. Und ja, wir sind dran mit dem Kawaii-Festival Richtung Herbst. Wir geben uns Mühe. Und ansonsten, ja, ich habe auch super viele Flyer heute noch verteilt, weil wir haben jetzt einen Shop-Instagram. Den blende ich jetzt hier ein. Dem könnt ihr gerne folgen. Da machen wir dann auch immer diese Model-Aufrufe und zeigen die neuen Klamotten. Ein Fan-Friday gibt es auch, wo Leute, die unsere Sachen anhaben, gefeatured werden und so. Ja, vergesst nicht zu abonnieren, einen Daumen nach oben zu geben, die Glocke zu drücken. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!